Hallo und guten Morgen, Mardi. Schön, dass du gleich eingeschaltet hast. Ich habe mal was anderes vor als Age of Empires und ich probiere heute mal was aus, wegen dem ich den Diego auch damals kennengelernt habe, was dann später zu Age of Empires geführt hat. Und spiele mal ein anderes Spiel namens Pharao. Es ist ein uralter Klassiker und ich habe den schon ein paar Mal gezockt. Und ich denke, wir können da ein bisschen Spaß haben, weil ich will den jetzt mal auf schwer durchzocken, ne? Ich habe da die Kampagne relativ weit immer gespielt und es ist auch auf Mittel schon ganz gut, aber ich will es jetzt mal auf schwer probieren. Deswegen heute gibt es vor Fredda gegen Frau Malzahn erstmal noch eine Stunde Pharao auf die Mütze. Ja, und dann schauen wir mal, wie das so funktioniert. Ich lasse das mal durchlaufen hier am Anfang. So. Oh, das Video ist da jetzt oben links in der The Pharaoh is the heart of Egypt. The land is its body, and the people are its blood. One day you will rule Egypt, my son. Your armies will thunder across the boundless desert. And it shall tremble beneath them, as it shook beneath the pounding feet of the countless men who toiled in the burning sun to build your grandfather's eternal resting place. He was Egypt, just as I am Egypt, and as you will be Egypt. His face is my face and your face. His strength, our strength. For his blood runs in our veins. He labored a lifetime to build this monument, which now watches over us. And when it was complete, so too was his life complete. Yet even as my father was taken by Anubis, a new life came forth. And as your grandfather was bound in fine linen, so were you wrapped in swaddling clothes. And a new day dawned for Egypt. In time, each pharaoh must heed the call of Osiris and embark on a final journey to the immortal realm. For when the day of Pharaoh's reign is at an end, so the night of his eternal sleep begins. While he slumbers undisturbed, so shall Egypt endure. Das ist ein Shit gewesen damals, sag ich euch. Also für mich als alter Aufbaustratege war das schon immer, ja, eins der besten Spiele, die es so gibt. Und wir schauen mal rein. Pharao, Moment, ich muss hier mal kurz den Chat wieder auf die richtige Seite. Wenn ich spiele, das Ding ist nämlich nur mit so ein paar Mods so richtig gut wirklich sichtbar. Hier, okay. Also Play Pharaoh. Es ist super laut. Ich mach gleich leiser. Wir brauchen jetzt erstmal. Moment, ich mach mal hier den Sound leiser. So. Ich mach den Sound gleich noch in-game leiser. Ah, das ist echt nervig. Okay, Create Family. Wie wollen wir heißen? Elomis. So heiße ich schon normalerweise der. Wie soll ich heißen, Leute? Ihr habt Vorschläge vielleicht? Wer weiß? Der Verrückte, exakt. Der Verrückte. Es gibt kein Ü, geht nicht. Sorry. Wir hängen wieder bei der Namenswahl. Ist eigentlich ein Klassiker. Ich mache einfach Elomis der Zweite. Fertig. Begin Family History. Zack. Also, man spielt sich hier durch die ganze Pharaonengeschichte durch und startet am Anfang als kleiner Stadtverwalter, der dann langsam aufsteigt, beziehungsweise die eigene Dynastie steigt auf. Und wir beginnen hier in der
prädynastischen Periode. It is said that a journey of a thousand miles begins with one step. So may the story of a great nation begin with one dream. The Red Land has given birth to such a dream. Clans of nomads carry it in their heart, across the immeasurable desert and into the land of Egypt. So ist es nämlich. Oh, jedes Mal, wenn hier von Video... Moment, ich muss das kurz ändern. Immer wenn hier von Video zu Spiel umgeschalten wird, verändert es mir die Auflösung. Das ist ein bisschen nervig, habe ich aber noch keine Lösung für. So, also. Wir machen natürlich hier den ganzen Spaß auf Very Hard. Klar, wir sind übel krank drauf. Ich habe das Spiel schon ein paar Mal gespielt. Ich traue mir zu, das erste Level auf Very Hard zu spielen. Willkommen zum alten Ägypten, bla bla bla. Wir sollen hier auf jeden Fall 6 Häuschen bauen und Immigranten sollen ankommen. Wir gehen mal zur City. Hier wird erklärt, man baut Hausplätze, da kommen Leute, die ziehen da ein. Und am besten ist es, wenn wir Straßen haben und da entscheiden sich die Leute immer random, in welche Richtung die gehen. Deswegen muss man die hier auf jeden Fall gut planen. So. Wir machen als erstes jetzt mal den Sound tatsächlich leiser, weil das ist aus der Hölle. Machen wir mal alles auf 50% runter. Minimum. Weil das war gerade sick laut. Das sind Strauße, exakt. Du hast es richtig verstanden. So, jetzt kann ich auch hier wieder auf Normallautstärke gehen vielleicht. Ja, das hört sich doch gut an, denke ich. So. Also, wir können hier den Speed ändern. Das ist immer ganz gut, wenn man am Anfang sich erstmal die Stadt anschaut und schaut, was hier eigentlich so geht. Hier ist nicht so viel los, die Karte ist klein. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal Häuschen. Die kosten relativ viel, so wie ich das hier sehe. Und wir fangen einfach mal einfach an. Jetzt sind die Häuser da. Wir machen den Speed wieder ein bisschen schneller, damit die Leute einziehen. Die rennen jetzt hoffentlich hier gleich hin. Genau. Und jetzt ziehen die Boys hier ein und die Girls. Und die haben jetzt natürlich vermutlich einige Dinge, die sie gern wollen. Zum Beispiel Wasser wollen die. Da gibt es dann Spezialmenüs hier im Overlay. Kann man verschiedene Sachen anschauen, zum Beispiel Wasser. Hier kann man Wasserversorgungssachen bauen. Und man sieht dann, wenn man die dahinter knallt, was hier alles an Wasserversorgung stattfindet. Ja. So, und dann steigen die nämlich auf eine Stufe. Ne? Die haben hier andere Häuschen gehabt. Ich kann das gleich nochmal zeigen. Ich mache einfach nochmal ein paar Sachen, die nicht mit Wasser bewachsen sind. Ein Problem, das gleich erscheinen wird, ist, hier können auch Sachen brennen. Wenn ich auf F drücke, dann gibt es hier die Feuergefahr. Und noch habe ich keinen Feuerposten. Das heißt, uns wird gleich die Stadt abbrennen. Ihr seht diese Häuschen hier. Crude Hut. Da steht immer dran, ja, was braucht es, um in die nächste Stufe aufzusteigen. Dann können mehr Leute da drin wohnen, die geben mehr Steuern und so weiter und so fort. Und ja, die brauchen natürlich auch Wasser. Kann ich den hier hinbauen. Dann bekommen zumindest einen Teil davon Wasser. Und dann steigen die hier auf zur Sturdy Hut, im Gegensatz zur Crude Hut. So, jetzt muss man im ersten Level ein bisschen warten, bis das erste Feuer ausbricht. Food wollen sie auch. Okay, jetzt wird hier erklärt, wir sollen hier Wildjäger bauen, die dann verschiedene Stufen durchlaufen. Also erst holen sie sich die Straußen, dann kommt das Fleisch hier in ein Silo und dann kann der Bazar das verteilen, weil die haben Hunger, die Leute. Also bauen wir hier mal so ein paar Leute. Bazaar kommt natürlich auch noch hin. Und die Granary muss hier auch hin am Start. Und dann haben die Leute auch Arbeit, sind zufriedener. Und jetzt kommt das Feuer, das ich gerade
gesehen habe. Ja, die Barbaren, die holen sich die Strauße. Ich hätte auch lieber Farmen gebaut hier im Überschwemmungsgebiet des Nils. So, jetzt gibt es hier Feuer. Ihr seht, das Ding brennt. Wir brauchen auf jeden Fall Feuerwachen. Da rennt jetzt gleich einer raus, genau hier. Und dann sinkt hier die Feuergefahr in der ganzen Stadt wieder. Und hier... Es geht ja Schlag auf Schlag. Ich glaube, ich mache mal die Geschwindigkeit ein bisschen niedriger. Jetzt gibt es auch richtig sauberes Wasser und nicht nur diese Brunnen, die ich gebaut habe, sondern gibt es dann Wasserträger, die aus einem richtigen, schönen Gewässer das Ganze verteilen. Dann steigen die auch nochmal besser in die nächste Stufe auf, diese Häuschen. Das heißt, wir reißen mal den Quatsch wieder ab und holen uns hier einen schönen Wasserträger. Ja, jetzt ziehen die alle aus, weil die ich nicht abgewartet habe. Und jetzt haben sie kein Wasser. Aber hier ist der Wasserträger am Start. Und alles kriegt wieder genug Wasser. Auch noch weg. Und hier wurde sogar schon Essen verteilt, weswegen die gerade hier aufgestiegen waren. Jetzt aber wieder absteigen, weil sie kein Wasser haben, ändert sich gleich wieder. Ne? Also man hat immer diese Häuser, die auf- und absteigen, je nach Qualität. Jetzt kriegen die hier so ein schönes grünes Dach, weil da ein bisschen Essen ausgeliefert wurde von dieser Dame hier. Ich mache echt mal ein bisschen langsamer, das geht alles sehr, sehr schnell hier gerade. Also 80, ja. Jetzt läuft die Dame hier lang, hat kein Essen mehr, so wie es ausschaut. Ja, der Basar hat kein Essen. Bedeutet, da muss jetzt gleich wieder die Basarfrau hier mit ihren Kids durch die Gegend rennen und holt sich hier wieder Essen. Dann kann die andere Frau weitergehen und Essen verteilen. Und wir sind schon durch. Erstes Level ist halt am Anfang relativ easy. Wir gehen weiter. Well done. By filling your people's bellies with nourishing food and protecting their homes from fire and collapse, you have helped this fledgling civilization take its first step on the long road of history. So ist es nämlich. GGS, exakt. So, jetzt sind wir in Tinis. After many years and the passing of a generation, your family has resettled in the area of Tinis. Ja, ist mir egal, was der gerade labert. Im Endeffekt ist Tinis ein Gebiet, wo man mit Goldminen arbeiten kann. Und da seht ihr hier links schon, da gibt es Gebiet, wo man Gold abbauen kann. Und das ist natürlich sehr, sehr gut, wenn man dann das Gold auch in seiner Schatzkammer abbekommt. Denn von der Goldmine fährt dann immer so ein Goldarbeiter hin zum Stadthauptgebäude. Oh, jetzt gibt es auch noch Polizei dazu. Das heißt, wir haben jetzt neu hier einen Village Palace, den man geschickterweise sehr nah an die Goldmine ran platziert. Und da macht man erstmal hier ein bisschen Sachen weg. So, Village Palace kommt hier hin. Und der braucht natürlich auch immer Zugang zur Straße. Und hier im Grünen lässt sich eigentlich auch ganz gut an. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall auch wieder irgendwie Dorfbewohner. Vielleicht einfach mal. Und ich fange jetzt einfach mal ein bisschen an, Advanced zu spielen, weil es gibt gewisse Dinge, die machen sie einfach gut. Zum Beispiel solche Wohngebiete. Oh, hier geht jetzt schon das Gold aus. Das ist nicht gut. Das ist wohl das Problem, wenn man auch sehr schwer spielt. Ja, der Pharao ist böse, wenn man zu lange Schulden hat. Das heißt, wir müssen jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass wir hier gleich Money reinkriegen. Und nicht zu viele beschissene Straßen aus dem Bau. Und was auch wichtig ist, ist, hier darf natürlich auch nichts abbrennen. Und die Architekten schützen auch davor, dass hier alles einstürzt. Das heißt, wir kümmern uns auf jeden Fall um Feuer und so weiter. Die brauchen natürlich auch wieder Water Supply, vielleicht. Und eine Police Station finde ich auch gut, wenn hier Gold transportiert wird, damit die Leute nicht ausrauben. Und jetzt sehen wir hier, ja, der hat nicht genug Arbeiter noch, aber es sind jetzt erste Arbeiter da. Und ihr seht, ich mache hier gerade eine Straße weg, dann laufen nämlich die Leute nicht so arg viel in der Gegend rum. Das ist eigentlich schlecht, wenn man große Straßen hat in dem Spiel. Und ja, dann kann ich in der Theorie noch hier in so einem Menü eigentlich, das ist auch noch nicht freigeschalten, auch priorisieren, welche Arbeitsplätze zuerst angesteuert werden. Also ob ich jetzt zuerst will, dass die Feuerposten, Fire
Haus besetzt wird, weil sonst brennt uns natürlich die halbe Stadt ab. Das will niemand. Also ich gehe jetzt hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen in die Schulden, weil wir brauchen echt Arbeiter. Das ist echt deutlich schwerer, das Spiel. Und jetzt rennt hier hoffentlich gleich einer raus. Ja, wir haben alle zu wenig Arbeitsplätze, Arbeiter in der Stadt. Und versorgt uns hoffentlich mit Gold, weil wir sind hier schon 2000 Gold im Schulden. In Schulden, das ist überhaupt nicht gut. Da wird der Pharao sauer, sage ich euch. Finde da nicht witzig. Da schickt er auch irgendwann die Armee und die zerstört einem dann einfach die Stadt. Uncool, sage ich euch. Ja, also wir scheißen jetzt erstmal auf Essen. Die Leute sollen arbeiten. Die kriegen ein bisschen Wasser, das ist okay. Aber sonst, die sollen Gold arbeiten. Hier, wir sind ja nicht hier zum Spaß. Die sollen arbeiten. Die sollen... brauchen jetzt noch kein Essen. Wir brauchen jetzt erstmal wieder Geld, damit wir die Schulden abarbeiten. Hier sieht man auch immer so ein bisschen Übersicht über das Rating, das man momentan hat. Und Unemployment ist auch immer ganz wichtig, da zu gucken. Da sieht man vielleicht, wenn zu viele Leute... Oh, da war gerade der erste Arbeiter, der Gold abgegeben hat. Und wenn die jetzt auch volle Arbeitskräfte haben, irgendwann mal... Oh, wir brauchen nicht viel mehr Häuser noch. Oder wir kümmern uns doch noch um Essen. Wir kümmern uns um Essen. Das macht schon Sinn. Dann kommt die Ritterzeit. Ja, gute Frage. Ein bisschen weit hin noch, denke ich. So, also 5 von denen müssten reichen. Wir schauen auch hier, dass da nichts abbrennt und dass nichts einstürzt. Oh, jetzt gibt es auch noch Götter dazu. Boah, ich habe einfach keine Kohle, ne? Das wird schwierig. Okay, ich gehe jetzt einfach in die Schulden und schaue, dass die Goldminen laufen, weil sonst haben wir echt Probleme auf Dauer. Der Bazar muss auch an den Start. Entertainment, was die alles wollen. Arbeiten die jetzt voll? Nee, immer noch zu wenig Arbeiter. Wir brauchen hier unbedingt mehr Arbeiter. Ich hoffe, dass es sich nicht rächt, dass ich so in die Schulden gehe gerade. Das kann nämlich auch echt fies ausgehen. Aber ich baue jetzt einfach mal eine ideale Stadt, die sich hoffentlich dann stabilisiert. Ja. Boah, Bastet möchte einen Tempel haben. Alles klar. Und einen Festplatz wollen sie auch, die Leute. Okay. Natur braucht keiner. Ja, dann bauen wir doch der guten Frau Bastet mal einen Festplatz. Ich bin so hart verschuldet. Also, die mögen einen Festplatz. Da kann man auch ein Fest machen, um die Götter zu besänftigen. Und jetzt steigen hier auch die, die ganzen Sachen ein bisschen auf, weil ein bisschen Essen reingekommen ist. Das ist gut. Ich glaube, wir brauchen einfach nochmal einen Bazar. Und wir haben, glaube ich, einfach auch zu wenig Wasserversorgung. So, was brauchen wir noch? Eine Jonglierschule wollten sie haben. Und dann gibt es natürlich hier einen Auftrittsort für die Jongliere. So. Jetzt sind wir übelst verschuldet, aber es kommen langsam hier diese Leute rein, die 100 Gold pro Schubkarre an den Start machen. Und das ist wichtig. Und ich glaube, wir brauchen auch unbedingt einfach mehr Goldminen, damit es hier kein Goldproblem mehr gibt. Da ist die Frage, ob man da so gut hinkommt hier hinten. Das funktioniert. Aber man muss auch immer so ein paar Armutsviertel erzeugen, weil sonst haben die keine Arbeitskräfte. Da hinten kommt keiner vorbei und so. Das ist nicht gut. Wir hatten gerade einen Populationsmeilenstein. Wir brauchen eine Jonglierschule. Die Schulden fressen uns auf. Exakt. So, also die Häuschen, ihr seht, die haben mittlerweile grüne Dächer. Denen geht es ein bisschen besser.
Was wollen die denn momentan? Also hier keine religious facilities sind am Start. Also hier kann man mal gucken, wo unser Dude gerade rumläuft. Der läuft hier leider auf der falschen Seite, weil hier noch eine Straße ist. Der soll mal lieber auf der Seite rauskommen, dann kriegen auch die ganzen Leute Religion. Dann sieht das auch gleich besser aus. Wir haben mittlerweile 4000 Deben Schulden. Und das Problem ist, wenn wir 5000 Deben Schulden haben, können wir nichts mehr bauen. Das heißt, wir lassen den Spaß jetzt erstmal eine Runde laufen. Speed up. Oh, und wir sehen hier, oh ja, Debt Anniversary. Ja, meine Königreichwertung ist schlecht und der rät mir auch, dass ich mein Wissen über Geld ein bisschen neu anschauen soll, weil hier offensichtlich ordentlich Schulden gemacht werden. Aber wir sehen jetzt hier ganz schnell Leute Gold abgeben und unsere Schulden, die sinken und sinken und sinken. Und wir sind jetzt gleich wieder schuldenfrei. Woo! Wir machen wieder langsamer. Es hat sich ganz gut gelohnt hier. Machen wir mal auf 90%. Das funktioniert, glaube ich, besser. So, und jetzt ist natürlich die Frage gewesen, was ist eigentlich unser Ziel? Was wollen wir haben? Ordinary Cottages. After many years and the passing of a generation. Okay. Das hier ist eine Ordinary Cottage. Das heißt, diese hier, Rough Cottage, sind nicht gut genug, weil hier einfach die Desirability nicht hoch genug ist. Also denen ist nicht schön genug. Das liegt auch daran, dass es verschiedene Gebäudetypen gibt, die verschiedene Schönheitsstufen haben. Also man will natürlich nicht neben einer Goldmine leben, ist aber schön neben dem City Palace zu leben. Oh, und Unemployment haben wir bei 38% mittlerweile. Das ist natürlich auch nicht geschickt. Gut, wenn die Stadt hässlich ist, ist natürlich Tempel zu bauen. Wenn die irgendwo hinpassen. Ihr braucht kein Wasser, ihr braucht Tempel. Also ein Tempel hat es auf jeden Fall in sich. Schönheitsmäßig kann man hier auch sehen. Desirability. Ja. Also das ist alles nicht schön. Je gelber, desto besser. Die fanden es alle nur so mittel. Aber offensichtlich hat es gerade gereicht. Schade, dass wir das jetzt nicht mehr sehen. Aber nächstes Level ist am Start. Okay, geht's weiter. Pervadude. 600 Bevölkerung, 10 geilere Häuschen und wir werden auf jeden Fall Kichererbsen bauen. Auf dem Nil, so wie es ausschaut. Und da wird erklärt, hier mit einem Workcamp gehen die Leute aufs Feld und arbeiten und der Nil wird immer überschwemmt. Also man muss dann auch den Osiris, den Gott des Nils, auf jeden Fall sich gut warm halten, weil der, zerstört sonst deine Felder, macht eine schlechte Flut und so weiter, das ist nicht gut. Bedeutet, wir schauen uns erstmal die Karte auf langsam an und schauen, wie wir unsere Stadt planen. Hier ist alles grün, das heißt, man kann hier überall Wasser-Shit machen und ich plane jetzt einfach mal wieder eine relativ große Stadt. Pink und so. Frage natürlich auch, Frage ist natürlich auch immer so ein bisschen, wie kriegen wir Geld rein? Also Workcamp, Fig Farm. Also je näher am Wasser, desto besser ist die Fertilität der ganzen Sache. Und ich baue jetzt mal so die ersten Farmen. Natürlich so, dass man hier nicht reinkommt. Ideal, Dominik. Super gut. Hier wurde natürlich wieder, dass die Leute Wasser kriegen. Und natürlich, dass die. Wir wollen jetzt hier den Bazar haben, der alles gibt. Da kommt der Bazar. Und es wird sich schon beschwert, dass wir zu wenig Arbeitskräfte haben. Papyrus verkaufen ist immer gut, ja. Es könnte sein, dass da drüben Papyrus am Start ist, aber ich glaube, wir haben noch keine Handelsroute, Tobi.
Aber hier drüben kann man Schilf sammeln und Papyrus verkaufen in der Theorie. Also nochmal Farm. Quick Farm. So. Umlaufen. Und was brauchen wir noch? Also ein Festival Square, den wollen wir echt. Ja, ich muss echt aufpassen. Jetzt haben wir nicht mehr viel Geld. Ich habe keine Möglichkeit, irgendwas zu verkaufen, außer über Taxes. Jetzt schauen wir erstmal, wie es funktioniert. Oh, wir brauchen aber auf jeden Fall noch Feuerwehr. Und Architekten, weil sonst stützen uns hier die ganzen Gebäude ein. Das ist nicht gut. Und dann machen wir ein bisschen schneller. So. Pharao ist Phase 4 des Turniers, exakt. Da machen wir dann Aufbaustrategie. Endlich ohne kriegerische Handlung, Leute. So, dann hoffen wir mal, dass wir schnell genug Bewohner bekommen. Dinge von hinten. Was hat er gesagt? Out of money. Oh, wir haben nochmal Geld vom Pharao bekommen. Use this gift to create money-making enterprises. Ja, okay. Also wir brauchen irgendwoher Geld. Wir haben aber momentan in dem Szenario noch keine Möglichkeit, jetzt wirklich Geld zu erschaffen. Und ich hoffe, habe ich jetzt hier das Workcamp vergessen? Ich glaube schon. Hier brauchen wir ein Workcamp, sonst arbeitet nämlich niemand auf den Farmen. Ja, und ich spiele es jetzt auch sehr schwer, da sind alle Gebäude deutlich teurer. Das Spiel ist gerade wieder super laut. Sorry. Sound. Ah, mal deutlich leiser. Die Musik ist super laut, ne? Das ist echt saulaut, das Ding. City Sounds auch mal leiser. Man hört mich kaum. Das ist nicht gut. Okay, dann machen wir es wirklich mal richtig, richtig leise. Also alles auf 20%. Es ist auf jeden Fall brutal, das Spiel, ja. So. Dankeschön für den Hinweis, Mardi. Ja, es gibt auch ein Spiel, das jetzt irgendwie Nachfolger von Pharao werden soll, habe ich gelesen. Gefällt mir sehr gut, dass da ein Nachfolger kommen soll. So, people are annoyed with you because there's not enough jobs. Das ist richtig, haben sie nicht ganz unrecht. Aber ich habe nicht so wirklich viel Geld. Also komm, ein bisschen Osiris High und Workcamps sind natürlich immer super für Jobs. Dann können wir aber eigentlich auch ein paar mehr Farmen bauen. Ja, nicht ideal, was ich hier treibe. Erstmal reichen. Also die gehen jetzt schön auf die Farm und dann kommt irgendwann die Überflutung und davor ernten die das. Und man muss immer gucken, dass die auch Straßen haben, die schnell genug rausführen, weil sonst bleiben die leider stehen und ertrinken. Die Leute kommen gerade auch nicht mehr in meine Stadt, weil die Unemployment Rate so hoch ist. Das finden die gar nicht gut. Und es wird jetzt auch nicht besser werden. Fill a storage yard with pottery. Ich habe gerade, glaube ich, eine Meldung einfach weggeklickt. Ah ja. Sehr gut. Also wir haben jetzt eine neue Art Industrie und zwar haben wir Töpfer und Lehmgruben. Das ist eine gute Sache. Wir machen mal ein bisschen langsamer. Machen wir. Wir haben jetzt Raw Material, Clay Pit. Der kann nur in der Nähe vom Wasser gebaut werden. Und man braucht meistens nicht so viele davon. Ich habe jetzt gerade wahrscheinlich auch schon wieder zu viele gebaut. Und wir wollen den Spaß hier in sowas reintun. Das ist ein Rohstofflager. Und eigentlich braucht man fast immer doppelt so viel. Oh je, jetzt kommt auch noch Arznei dazu. Okay, also die Leute wollen auch gesund sein, kein Malaria kriegen und so. Wir haben jetzt nämlich Malaria-Fälle in der Stadt. Also, ein Physician ist immer gut, eine Apotheke brauchen wir auch. Und wir brauchen vor allem jetzt aber diese Töpfer-Dudes. Und die sind auch super unattraktiv, deswegen mache ich die so ein bisschen weiter weg. Töpferei,
Und man braucht eigentlich immer doppelt so viele, wie man Lehmgruben hat, wenn ich es richtig weiß. Das heißt, wir bauen jetzt 6 Stück. Und hier kann man theoretisch noch eingeben, was die alles kriegen sollen und so weiter. Naja, ich hoffe, unsere Stadt wird langsam wieder ein bisschen bewohnter und die steigen auf. Es braucht öffentliche Exekution, um ein wenig zu korrigieren, was das Volk zu fordern hat. Gebe ich dir recht? Aber falsches Spiel, da müssen wir, glaube ich, Stronghold spielen. Ja, also Farmen sind auf jeden Fall nicht schlecht. Machen wir noch ein paar mehr. So, was ist unser Problem? Wir können hier immer auf Problems gehen. Admin da oben. Dann sehen wir auch, was haben die für ein Problem. Ja, also die haben immer noch Malaria hier. Hier zieht keiner ein. Die haben keine Arbeiter. Das heißt, wir sind jetzt doch wieder bei relativ wenig Arbeitern gelandet. Haben die alle Wasser? Nee, auch nicht. Nicht gut. Aber ich glaube, wir lösen das Ganze, wenn mehr Arbeiter kommen. Vielleicht wird es wieder Zeit für ein neues Wohngebiet, aber wir haben jetzt nur noch 110 Deben. Und das ist eindeutig zu wenig. Ist die Frage, können wir schon irgendwas verkaufen? Nee. Ich habe wieder zu groß geplant. Also vielleicht wäre eine Lehmgrube und zwei Töpfereien einfach erstmal okay gewesen. Ich hoffe, dass jetzt auch diese Krankheit mal langsam besser wird. Health. Apotheke ist am Start, da läuft einer rum. Physician ist auch am Start. Wunderbar, funktioniert. So, Wasser haben sie auch, bis auf da hinten. Da ist irgendwie zu wenig Wasser. Feuer, oh je. Da müssen wir mal gucken. Dann machen wir lieber noch hier eine Feuerwache hin. Und wir haben schon wieder... Oh fuck, das brennt gleich ab hier. Da läuft auch gar keiner lang. Oh, wir können Verschönerungen machen. Sehr schön. Und wir haben den Weg übers Wasser entdeckt. Sehr schön. Jetzt muss es natürlich Plätze geben. Wir haben allerdings momentan auch leider noch überhaupt gar kein Geld, um Plätze zu machen. Bitte geh dahin, bevor das abbrennt. Danke. Oh. Das bringt gar nicht so viel. Malaria ist auch schon wieder am Start. Also unsere Stadt geht den Bach runter. Aber wir haben die ersten Potter. Theoretisch kann ich euch mal zeigen, man kann jetzt hier so Plätze bauen, so. Und dann haben die dieses Schönheitsproblem nicht mehr und steigen auf jeden Fall auf. Uns fehlt, merke ich gerade, Unterhaltung. Das heißt, wir bauen hier mal noch ein paar Bühnen und Jongleure. Und was uns eigentlich auch fehlt, ist noch ein Festplatz. Ich glaube, Osiris mag das ganz gern. Employees needed. Oh, ich hätte so gern später, vielleicht gibt es den schon, Roadblock. Da ist er! Den Roadblock setze ich jetzt hier hin, damit die nicht in den Farmen rumlaufen, weil sonst sind die Feuerwehrmänner die ganze Zeit bei den Farmen unterwegs und so und laufen nicht darum, wo sie langlaufen sollen. Und das macht alles sehr, sehr viel schlechter. Also immer vor diese Farmen, für diese verschachtelten Wege ist ganz gut, immer wenn man dann doch mal noch so einen Roadblock setzt. Ja, okay. Also wir sind jetzt halt in Schulden. Wir haben viel Malaria in der Stadt. Und... ja, so richtig rund läuft es nicht. Also es ist auch sehr schwer, schon einiges schwieriger, weil alles teuer ist, wie die Sau. Als jetzt auch normal, wie ich sonst gespielt habe. Also es ist das dritte Level. Und wir sind irgendwie nicht so besonders toll unterwegs, muss man sagen. So, also dieses Ordinary Cottage kennen wir ja schon. Dem ist es nicht schön genug. Machen wir mal ein bisschen hübscher. Vielleicht ist es dann besser. Nee, noch nicht. Ah, too little entertainment. Mehr entertainment. Ich hab Apotheken. I have apothecary. two of them. Aber ich glaube, das annimmt. Also zu wenig Arbeiter, ne? Only 3 employees instead of 5, that's problem, I think. Ah, jetzt kann man es auch... Genau, jetzt kann man es auch festlegen. Das heißt, ich kann hier Health and Sanitation auf 1 machen. Und jetzt haben die
5 Employees. Dann müsste es eigentlich besser funktionieren. Ich glaube, ich mach trotzdem nochmal eine Apotheke dazu. So, was geht hier? Food. Zu wenig Food. Vielleicht noch eine Granary dazu. Weil sonst kriegen die das nämlich nicht alles in diesem einen Ding hier unter. Das wäre schlecht. Ja, da oben steht schon, build granaries to store the upcoming harvest. Jetzt haben wir genug. Wunderbar. Und jetzt gibt's hoffentlich Essen und die ganzen Häuschen steigen auf. Also es ist irgendwie eine richtig hässliche Area hier. Niemand will da wohnen, deswegen selbst die unterste Stufe steigt nicht auf. Ich hoffe, wir können das demnächst mal fixen. Wir haben leider immer noch zu wenig. Ugh. Also die bleiben jetzt stehen und ertrinken hier vermutlich, weil ich nicht genug Platz in den Silos habe. Ja, man könnte natürlich sagen, nehmt ihr mal auch an. Dann ertrinken die nämlich nicht. Ist nicht ideal, Essen da drin zu lagern, aber so passiert es wenigstens nicht, dass uns Essen flöten geht. Sehr gut. Also Essen haben wir jetzt erstmal für die nächste Zeit. Malaria ist auch unter Kontrolle, Leute kommen in die Stadt und wir brauchen jetzt auf jeden Fall hübschere Sachen, aber wir brauchen auch irgendwie Geld. Ne? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Also ich reiß jetzt mal hier ab und baue Gärten hin. Das kann nämlich nicht sein, dass hier alles so hässlich ausschaut. Ja, okay, jetzt sind es die besseren Häuser. Sehr, sehr viel Geld, das ich hier ausgebe. Und das wird... Ich nehme halt gerade kein Geld ein, ist mein Problem. Ja, Tobi, das glaube ich sofort. Die Musik, die... hat die nicht irgendwie auch mal Überhand über euren Computer genommen? Dass egal, was passiert ist, man hat den Computer gestartet und die lief im Hintergrund oder sowas? Genau, Mari, so macht man das. Schöne Stadtplanung. Die armen Hütten abreißen und tschack, hat man eine super Stadt. Also zu wenig Entertainment ist am Start. Hm. Ja, wo wir gerade bei Abreißen sind, wir haben sehr, sehr viel... Bewohner, die brauchen wir jetzt eigentlich gerade nicht mehr unbedingt. Aber ich habe echt Problem, also ich habe echt Angst, dass wir jetzt demnächst ein richtig fettes Geldproblem haben. Haben wir eigentlich jetzt schon. Die Leute brauchen Jobs, sehr gut, kriegen sie. So. Oh, 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 hier waren gerade Leute unterwegs, die klauen wollen, weil wir haben... zu hohe Arbeitslosigkeit. Deswegen bauen wir jetzt mal ein paar Polizisten. Aber ich weiß echt nicht, wie man in dem Level jetzt hier... Also wir haben keine Möglichkeit zu handeln. Wir haben keine Rohstoffe, die uns irgendwas geben. Ich hoffe echt, dass wir demnächst 600 Population haben wir. Modest Homesteads. Was fehlt uns denn? Und Juggler School... Ja, aber wir haben doch... Wir haben doch Entertainment. Hm. Das ist komisch, ehrlich gesagt. Ich habe auch im Kopf, dass die Häuschen hier eigentlich vor allem Pottery brauchen.
check's wirklich nicht so richtig. Hey, das ist doch ein Bug, ganz ehrlich. Wir haben noch nicht die nächste Stufe an Entertainment-Leuten. Jetzt schauen wir mal, was Entertainment sagt. Juggler. Hier komplett. Alle haben Zugang zum Juggler. Eigentlich haben wir irgendwas übersprungen oder irgendwas funktioniert nicht ganz, wie es soll. Tobi, weißt du es vielleicht noch? Aber ich habe das jetzt auch in letzter Zeit öfters gespielt und eigentlich bin ich der Meinung, kann ich auch nichts mehr bauen, weil wir haben zu viele Schulden, ne? Hä? Ich glaube, das war im Level davor, Tobi. Also wir brauchen hier 10 Modest Homesteads und wir haben hier Ordinary Cottage. Das heißt, eine Stufe noch drüber. Und die wollen hier Too Little Entertainment. Und ich glaube, die brauchen auch hier erstmal Entertainment von den Juggler, oder? Und das haben die doch. Auch wenn man auf Entertainment geht. Upsala. Overall. Ja, limited. Aber mehr kann ich halt nicht bauen momentan. Irgendwas stimmt da nicht. Ich check's nicht. Eigentlich müsste das schon längst gegessen sein, die Stufe. Vielleicht sind wir aber auch schon drüber. Ah, da steht doch auch. Moment, da steht ja. Beautify your city, then review. Ach, vielleicht muss ich einfach nochmal eine Statue bauen oder sowas in der Richtung. Kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Natürlich kann ich es nicht mehr bauen. Okay. Ich glaube, wir müssen das restarten. Ja, ich habe keine Möglichkeit mehr, was zu bauen. Okay. Wir machen den gleichen Spaß nochmal. Diesmal im Schnelldurchlauf. Also, wir machen hier mal so ein paar Wohngebietchen. Wir gehen diesmal vielleicht ein bisschen sparsamer um. Weiß ich nicht. Wir brauchen ein Workcamp. Wir brauchen ein Bazaar. Wir brauchen Leute, die Wasser verteilen. Wir brauchen auf jeden Fall die Möglichkeit, dass die Stadt nicht abbrennt. Out of money sind wir jetzt schon. Also das ist, vielleicht muss ich da ein bisschen bedachter damit umgehen, mit diesem Geld. Dann die Beautifications habe ich halt nicht gebaut vorhin, ne? Das war ein Problem.
So, haben wir jetzt alles, ja. Granary haben wir nicht. Twitch-Account von Pharao. Das stimmt, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Oh, wir brauchen auch noch... Ah, wir haben noch keine Malaria-Plage. Okay, das kommt dann gleich. Freue ich mich schon drauf. Vielleicht haben die da irgendwie so eine Bremse eingebaut, dass wenn man nicht alle Beautifications, also jede Statue, jeden Platz, Gärten und so weiter einmal gebaut hat, dass es da nicht weitergeht mit der nächsten Stufe oder sowas. Könnte ich mir schon vorstellen. So, ich hoffe, dass unsere Stadt nicht abbrennt. Sieht gut aus. Vielleicht noch ein Fire. Post mehr. Irgendwo hin. Alles ideal. Fangen wir mal auf dem Level. Also Feuerwehr ist an sich auch nichts, was die Leute richtig schön finden, wenn es nebendran ist. Die Sirene ist halt laut und so. Aber auf dem Hauslevel geht es noch, da haben die jetzt nicht so hohe Ansprüche. So, wir bauen jetzt diesmal auch nur einen Tempel. Dann müsste das schon passen mit dem Geld. Nicht ganz so viele Farben. Wir übertreiben es einfach nicht so hart. Unemployment ist super hoch. Nicht gut. So, dann hoffe ich mal, dass hier gleich irgendwie eine Seuche ausbricht oder irgendwie sowas, damit wir den nächsten Schritt machen können. Aber wir sind schneller und müssen ja das hier nicht alles nochmal machen. So wie ich das verstanden habe, kann man das nur auf den niedrigen Schwierigkeiten gewinnen, weil du nicht mehr Entertainment bekommen kannst und die Punkte nicht ausreichen, weil die Bühnen durch Reinnahme vom Zoo abgewertet wurden oder so ähnlich. Ist das quasi, hast du das gerade nachgelesen, Tobi? Ja, das heißt, man kann es auch sehr schwer gar nicht gewinnen, das Level, oder wie? Die sind witzig, ey. Ja, ich habe mich auch schon gedacht, ich habe nämlich alles. Das heißt, wir starten das jetzt nochmal neu auf Mittel, oder wie? Und danach geht es wieder auch sehr schwer. Ja, das ist natürlich auch für den Arsch. Das waren die mit Strohdach, ja. Jetzt probieren wir es noch einmal aus. Wir haben jetzt ja hier... Oh, jetzt ist hier... Muss die Polizei eingreifen. Wir werden ausgeraubt. Ist nicht gut. Was wollte ich gerade machen? Ich wollte dafür sorgen, dass die Leute nicht sterben. Ein großzügiger Herrscher. Also wir haben die hier und der will Entertainment. Ich probiere das jetzt aus, bevor wir das tausendmal nochmal spielen. Gehen wir mal hier rein und machen mal das Difficulty Level auf normal. Weil das bringt ja nichts, wenn wir da halt nur so halblebig das Level spielen können und am Ende das verbuggt ist, was die Siegbedingung ist, dann haben wir ein Problem. Also ich mach's jetzt mal Schnelldurchlauf, einfach nochmal die neue Stadt planen. Wir brauchen ein Village Palace, wir brauchen Gott, der Osiris ist sonst böse. Dann wollen wir natürlich Wasser haben.
Wir wollen irgendwann einen Bazar. Wir wollen auf jeden Fall, dass unsere Stadt nicht abbrennt. Wir wollen auch nicht, dass er einstürzt. Wir wollen Polizei haben, weil die Leute unzufrieden werden, weil die Arbeitslosigkeit hoch sein wird. Wir wollen ein Workcamp, damit die Leute schön malochen können auf der Farm. Dann bauen wir Farmen. So. Und dann müsste das doch eigentlich erstmal an den Start gehen. Wir bauen Jongleure, wir bauen eine Bühne für den Jongleur. Und dann warten wir erstmal ab, was abgeht. Unemployment ist hoch, wir haben Leute, die arbeiten. Haben wir irgendwas vergessen? Müsste passen. Das heißt, wir warten jetzt wieder, bis jemand krank wird, damit wir die nächste Stufe kriegen können. Unemployment ist übel hoch. Vielleicht noch ein Workcamp. Ah, Silo, ja, danke. Vielleicht zwei. Na, vielleicht auch nicht. Dann zeige ich das mal. Ich glaube, wir schaffen nur noch das Level und dann müssen wir gleich auch Age of Empires switchen mit Fredda. Jetzt zieht sich den Spaß eigentlich noch rein. Ich kann gerade nicht reingucken so richtig. Ich kann nur den Chat lesen, weil wenn ich hier auf Windows-Taste drücke, minimiert es alles. Dann seht ihr nichts mehr. Schneller, schneller, schneller. So, Industry haben wir jetzt, alles klar. Playpit gebaut. Relativ viel Geld, das ist in Ordnung, gefällt mir. So. Ah, und jetzt wollen sie nämlich einfach nur... Genau, jetzt wollen sie einfach nur Geschirr haben und nicht mehr Entertainment. Sehr gut, da steht's. Needs the supplies of pottery. Wunderbar. Okay, dann lag's echt an dem Bug. Super, haben wir umsonst gespielt, freue ich mich drüber. So, dann brauchen wir natürlich noch einen Festplatz, dann sind die Götter unzufrieden mit dem Leben. Was ist bei euch das Problem? Ihr habt nicht genug Futter, also ein paar mehr Farmen wäre noch gut. Alles nicht ideal gebaut. In späteren Leveln werde ich dann mehr Mühe mir machen. Aber jetzt geht es ja gerade nur darum, dass ein bisschen mehr Essen da ist. Noch eine Granary am Start. Vielleicht. Oh Gott, die Leute, die brauchen Arbeit. Also Polizei ist wichtig. Der Widerstand muss niedergeschlagen werden. Ist immer gut, damit harter Hand zu walten. Und jetzt haben wir hier auch die erste Möglichkeit, Geschirr abzuholen. Die Bazarfrau holt es ab hier mit ihren Kids. These goods will make welcome additions to the bazaar. Genau.
Und jetzt müsste hier gleich eine Tussi rauslaufen, die das verteilt. So in grün. Da ist sie. Und jetzt steigen die hoffentlich auf. Ah ja. Too Little Entertainment. Schon wieder. Hä, lag das doch nicht daran? Wir haben doch Entertainment. Are you not entertained? Ich denke echt, dass es da irgendwelche Dinge gibt, die das verhindern momentan. So, jetzt haben wir hier die Strukturen. Also wir wollen... Bauen wir mal von allem ein bisschen was, ne? Hier so ein paar Plätze. Beautification. Es gibt jetzt einen Garten. Kann man hier einen schönen Garten sehen. Und vielleicht hier noch eine mittelgroße Statue. So. Entertainment ist immer noch das Problem. Das ist super komisch. Jetzt fehlt uns doch... Okay. Small Statue ist auch wichtig. Okay, jetzt haben wir Malaria. Das ist auch nicht gut. Apotheke. 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 Arzt. Noch ein Arzt. Oh, und jetzt haben sie es. Okay. Es lag echt an dem, dass es... Ja, das Spiel hat einfach eine Grenze eingebaut, offensichtlich, dass man nicht hier einfach irgendwas überspringt. Finde ich ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Aber es lag wirklich daran, dass wir keine Statuen gebaut haben im ersten Versuch. So wie es ausschaut. Was lächerlich ist. Oh oh. Die brauchen... Ja gut, wir kriegen genug rein. Das wird schon passen. Wenn die Malaria vorbei ist, dann ziehen ja auch wieder genug Leute ein und wir haben genug Arbeiter. Und dann gehen die Priorität wieder raus. So, also jetzt haben wir hier doch diese Modest Homesteads. Davon brauchen wir 10 Stück. Beautify your city. Okay, dann beautifyen wir mal unsere City. So. Die steigen ab, nicht auf. Warum? Ah, doch wieder auf. Kann ich nicht entscheiden. Keine Religion. So, noch ein Tempel. Aber jetzt müssen wir aufpassen wieder. Dass wir nicht zu viel Geld ausgeben, sonst haben wir ein Problem. So, 10 von denen brauchen wir hier. 1, 2, 3. Ja, ist die Schwierigkeit. Ist das einzelne oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also eigentlich würde ich sagen, wir haben genug, wollte ich gerade sagen. Wieder das Entertainment-Problem. Der ist doch gerade hier lang gelaufen. Hä? Die haben doch Entertainment. Ich verstehe es echt nicht so richtig. Wieder volle Kanne, alles schön, damit hier auf jeden Fall an allen Plätzen, wo was passieren kann, auch was passiert. Mit Aufstieg von Häusern. Ah! Jetzt hat's geklappt. Ich weiß nicht warum. Ist mir auch egal. Nächstes Level. Superb.
Score minus 346. Ja, das lief ja nicht so gut. Wir sind aber jetzt in der nächsten Periode. Und in scattered settlements along the sacred Nile River, powerful chieftains emerge. Leading their people with strength of will and spirit. Da ist er! To tame the wild landscape. Oh je. And bring forth the bounty of Eden. Kann ich nicht gut heißen, Leute. Kann ich nicht gut heißen. Villages grow into prosperous cities. Genozid. Earthen bricks baked under the desert sun become sacred tombs to forever house the souls of their departed nobles. Vielleicht ist das schon Menefer, wo man ein erstes Monument baut. Nee, ist es Nechen. Wir brauen Bier außerdem und wieder Apartments. Okay. Gehen wir mal hin. Und, nee, machen wir nicht, weil wir wollen natürlich die Difficulty auf Very Hard natürlich wieder haben. So. Wir schauen uns die Stadt an und, Moment, ich muss mal kurz schauen. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, 5 Minuten. Ich glaube, an der Stelle macht es Sinn,